Hallo, liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EGS Imperium Galactic Survive mit Marc. Hallihallo. Und Xentor. Hallo. Marc, dirigier mich mal. Oh, da hinten ist was. Ich sehe was im Schatten. Ist das unser Ding? Nee, das ist, glaube ich, das andere Teil vom Schiff. Weil unser Zuhause ist genau in der entgegengesetzten Richtung. Ich verstehe. Und der Kasten hier vorne, Epsilon Defense 2, gut. Die haben wir ja, glaube ich, schon geplättet. Ja. Müssten wir schon etwas rasiert haben. Sieht auch so nicht, aus. Wenn nicht, werden wir jetzt rasiert, aber alles gut. Das Heckteil. Genau. Können wir mal gucken, ob wir hier noch was Schickes kriegen. Okay. Steht ein bisschen wackelig, aber geht. Oben hatten wir doch schon alles, oder? Supp. Na, Schmeiner. Ja. Nein. Oh. Klappt's? Bedingt. So, ab nach oben. Hier ist alles ausgebaut. Ich muss mal gucken, ob ich hoch aufs Dach komme. So. Hier hat man doch immer noch die beste Aussicht gehabt. Also hier oben ist nix. Nicht mehr da. Nix, genau. Da hat irgendjemand seinen Rucksack eingebüßt. Oder sehr ähnlich. Dann jumpen wir mal hier hin. Aber hier ist auch schon alles ausgebaut, was irgendwie nach Bauteil aussah, oder? Ja, ich glaube, hier haben wir schon ziemlich gewütet. Boah! Unglaublich. Ich... Gewütet ist Quatsch. Ich stehe hier vor einem RCS. Hey! Wow. Ein großes RCS, das ist schon teuer. Ja. Schön. Fand ich auch jetzt nett. Das hat sich gelohnt. Ah, hier ist ein Fahrstuhl. Hier geht's nach unten. Tür werden wir gleich mal öffnen. Auch noch eine Lampe gefunden. Die ganze Zeit höre ich diese Viecher rumjammern. Aber ich sehe nichts. Ja. Da ist noch eine Lampe. Und eine Tür. Aus weg mit dem Scheiß. Okay. Wie ist denn der hier reingekommen? Da wollte ich rein. Aha.
Ist ja klar, immer kurz vor Ende muss einem der Scheiß ausgehen. Das muss man mal wegdrillen hier. Kein befreundetes RCS hier. Wäre auch zu schön gewesen. Nur nicht gierig werden. Das war eben eine schöne Überraschung. Ja, finde ich auch. Ich zieh doch einen Lenz. Aha. Interessant. Frage, ob am Boden auch was ist. Da bin ich mir nicht sicher. Ah, da ist der kleine Ganove. Weg ist er. Die ganze Zeit ist Gequirle da, es geht einem auch irgendwann auf die Nüsse. Das ist aber auch ein Gebrumme hier rundherum. Ja, aber hallo. Nein, 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 nein. So. Es war auch nichts zu sehen. Außer dem Dickhäuter. Ja, ich glaube, wir haben schon ziemlich leer geräumt. Ja, ich glaube auch. Dann lass uns zurück. Jo. Bringen wir die Beute heim. Ich sitze. Gut, dann ab die Post. So, dirigiere mich mal. Die Richtung, oder? Hallo? Moment, 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 ich muss gucken. Nee, andere Richtung, genau andersrum. Und was ist da vor uns? Das ist das andere Teil im Teil. Genau, ja, so passt's. Dem Sonnenuntergang entgegen, wie Ramondisch. Wie immer. Ich glaube, da wird's sogar hell. Och. Sonnenaufgang. Also bei mir ist nicht hell, nur falls er es hofft. Vielleicht fliegen wir in die falsche Richtung. Das kann sein, aber ja. Was? Wir haben was Neues entdeckt? Waren wir hier noch nicht gewesen? Anscheinend noch nicht.
jede Menge Kobalt. Flieg mal weiter, dachte ich. Da unten mal. Ist eine Drohne. Eine neue Drohne. Oh. Ja, guck mal. Huh. Sieht nicht aus wie so ein Handtrockner im WC. Wo ist denn die jetzt hin? Personality Core. Da, da. Da. Handtrockner. Alles klar. Trudel. Und es hat einen neuen Verteidigungsturm angezeigt. Echt? Ja. Gehen wir kurz gucken. Schaust du kurz? Oh, das ist aber groß, das Ding. Hab alles. Das knistert so, ne? Ja, ne? Schmatz, schmatz, schmatz. Hört sich gut an. Ja. Nach verschmorten Teilen. Genau. Okay. So, was hast du gesehen? Neuen Turm? Ja, Epsilon Defense 2. Wo? Andere Richtung. Weiter, weiter, weiter. Launch. Der links. Ja, die Richtung. Da unten. Ist der neu? Weiß nicht. Nein, mit Verfolge waschen. Oh, da sind Türme. Oh, hier. Alles klar. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Oh, und mehr Eisen. Flieg doch mal weiter in die Richtung. Das interessiert mich gleich mal was. Oder willst du den Turm vornehmen? Den Turm! Okay, dann komme ich gerade mit. Ey, was dann? Schnappen wir uns. Ui! Er hat durch die Wand durchgeschossen. Das sage ich dem Entwickler. Sturmangriff, bist du soweit? Ich verstehe. Da hat es Boom gemacht. Hab ganz vergessen, ich habe mir auch eine Schrotflinte dabei. Ich mag sie. Na? Ja, ich glaube, für die persönliche Distanz ist die genau richtig. Dass wir hier noch nicht gewesen waren, wundert mich. Die Verdacht, den ich jetzt gerade hatte, ist, wir sind erstaunlich weit südlich auf dem Planeten. Mhm. Dass vielleicht die Grenzen weg sind oder verlegt wurden, war jetzt meine Überlegung eben. Echt? Sollen wir mal weiterfliegen in die Richtung? Ja, ja, gerne. Gucken, ob da noch was passiert. Oder nicht passiert eben. Der Radar. Schnapp ihn dir. Ah, verdammt, ich bin runtergefallen. Ich auch. Dann kann es nur einen Grund geben. Du hast mich weggeschubst. Nein, du hast mich weggeschubst.
Warum kann ich denn... Was hängt denn da? Komisch. Ah ja. Gut. Sieht doch gut aus. Ich mach gerade die Lämpchen hier an der Seite. Einer. Na dann. Holen wir uns die Lampen. Jo. Wo sind unsere? Da hinten. Okay. Kleine Zwischenmahlzeit. Was war das denn? Au! Du Mädchen! Oh, das hat sich ja echt angehört. Ja, so ein bisschen eingeschnappt. Ah. Ja. Ein bisschen motzelig. Erster. Nee. Ich bin gegen den Dino gelaufen. Ich bin drin. So, wo wolltest du hin? Flieg mal so ungefähr in die Richtung weiter. In die jetzt? Ja, oder noch ein bisschen rechts. Das andere rechts meine ich. Oder das links. Aber hier ist gerade ein Eisen. Depot okay. Größe 8. Ich will nur mal gucken. Ja, dann. Okay. Okay, ja, flieg mal so. Mhm. Mach ich. Sieht mich jetzt mal, was hier passiert. Ah, grüne Wand. Okay. Durch. Ah, ja. Okay, da ist dann doch noch die Grenze. Komisch, dass wir das. Haben wir das übersehen am Anfang oder? Das kann sein. Ja. Oh. Nee, nochmal Prometheum. Nochmal Prometheum, sehr schön. Drohne oder was? Ja. Du kannst. Ich stecke im Schiff fest. Nein, das ist eine Illusion. Oh, ich bin durch die Welt gebackt. Ich muss mal rein. Anfänger. Oh, wie schön. Oh Mann. Ay, wo ist er dann? Da bin ich. Ah, ein bisschen Loot. So, kommst du? Würde ich gerne, ja. Okay. So. Komisch, hier waren wir noch nicht. Da haben wir wenigstens jeden Punkt mal gesehen. Ja. Und jedes Hindernis aus dem Weg geräumt. So muss man das nämlich mal sagen. Genau. Da hinten ist Prometheum. Ja, da waren wir schon in den Ecken. Da waren wir schon. Da ist auch keine Drohne mehr, oder? Siehst du da was? Ich überflieg's mal. Nö. Weil die übersiehst die jetzt ruckzuck, weil die aussehen wie Steine, wenn du von oben fliegst. Ja, das stimmt. Da hinten ist übrigens unsere Basis, leicht rechts von uns. Hinter dem Hügel da. Hinter dem Hügel da. Genau da. Was denn jetzt neu? Okay. Eisen? Okay. Das ist aber irgendwie... Wieso ist denn das neu? Das verwundert mich jetzt auch. Kann nicht sein, dass wir gar nicht waren in dem Eck.
Drohne sehe ich hier aber nicht. Nö. Sehr eigenartig. Gut, ich meine, ist ja willkommen, mehr Eisen. Ja. Halt dich fest! Zum Glück war man nicht so hoch. Gelandet! Scheiße! Die Sprit ist alle! Mann. Genau hier wollte mehr hin. Ja, klar. Es war gewollt. Was Glück war das nicht aus großer Höhe. Was der Scheiße, direkt, echt. Direkt vom feindlichen Geschützturm, weißt du? Ja, oh, das wär's gewesen. In Reichweite. Aber wohl, da reichen auch befreundete Geschütztürme. Stimmt. Der Horm ist der Horm. Der Horm ist der Horm, so. Ach du Scheiße! Oi, was haben die denn für ein Problem? Die sind so unentspannt. Absolut. So, ich nehme den Kram raus aus dem Constructor. Warum gebaut? Na, bringen wir die Beute mal nach Hause. Stopp, ich muss erstmal reparieren hier. Wusste ich doch, dass die Füßchen was abgekriegt haben. So, und bring mir den Loot mal nach Hause. Schatz, wir sind wieder da. Ist schön, ich hab Kuchen gemacht. Oh, fein. Oh, der schaut aber schon gut aus, das Schiff. So, was haben wir denn jetzt an? Ich finde diese Antriebsausläge sehen richtig sexy aus. Gefällt mir. Was für Antriebsausläge? Am Schiff, guck mal. Hat er hier draußen so Ausläger für die Antriebe gebaut. Oha. Was sind das alles? Ach du Scheiße. Was? Grafikmäßig ist gerade ein bisschen schwierig. Okay, ja. Verdammt. Das ist. Ach, das Ding läuft schon. Das ist richtig fein. Ich hoffe mal, dass es diesmal mehr aushält. Ja. Könnte mal noch jemand bitte vielleicht 4 Düsen produzieren für die Seiten? So, Directional Thruster? Nein, wir nehmen richtige. Richtige. Wir wollen manövrieren diesmal. Ja. 4 Christa. Ja. Achso. Okay. Grün. 1, 2, 3, 4. So, läuft. So läuft. Einwandfrei. Ihr Lieben, das war's schon wieder gewesen. Wieder ist eine Folge rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Es verabschiedet sich Marc. Ciao. Xentor. Tschüss. Und meine Wenigkeit. Bis dann und Hauptsache viel Spaß im Netz. Tschüss.